Rauschen im Wald. Mittlerweile ist es 37. Samuel. Oh. Oh, Samuel. Wir gehen nun zu meinem gerade erlegten Rehbock. Das war eine spannende Jagd. Der Bock ist über das freie Feld in den Wald gerannt. Kommen wir nun zum Rehbock. Der Bock ist im Feuer gefallen. Das ist ein alter, passender Bock. Der Einschuss ist hier im Trägeransatz. Der Bock ist gerade gestanden. Und der Ausschuss ist am Blatt, so Hochblatt. Weidmannsheil. Wir birschen in einen Wald und versuchen auf den Ruf einen Rehbock zu erlegen.
Gerade einen Rehbock erlegt. Der Rehbock ist zugestanden auf wenige Meter auf den Viehplatz. Der Rehbock ist im Feuer verendet. Wir gehen nun zum Anschuss, der nur wenige Meter von uns entfernt ist. Es war eine sehr spannende Jagd. Es waren einige Bäume vor dem Rehbock. Doch schließlich hat es noch gepasst. Hier liegt nun mein Rehbock. Es war sehr, sehr interessant und spannend. Mit auf der Jagd war wieder meine K95 mit dem Blasenzielfernrohr. Sowie das Zeiss RF und geschossen haben wir mit unserer Neuentwicklung, unser neues Jagdgeschoss, das wir im Haus produzieren und in diesem Jahr testen. Der Rehbock hat eine Auslage von ca. 20 cm. Man sieht hier die 300 Winmark Patrone, die eine Länge von ca. 9 cm hat. Die Trophäe ist jedoch nicht das Wichtigste, sondern die perfekte Jagd, die mein Birschführer und ich genossen haben. Der Rehbock war ein Geburtstagsgeschenk meiner Frau, Weidmannsheil. In diesem Sinne auch an meine liebe Frau Barbara.